Schön Schnee obendrein, so ein verrücktes Aprilwetter. Ui! Hallo und herzlich willkommen heute zum zweiten Teil der 41. Folge Lebendiges Musizieren mit mir, der Veronika Zobel, und mit der Millie Mathilda, die einen neuen Text gedichtet hat zu dem Tiki-Tiki-Tiki-Tal-Lied. Ja, das habe ich. Einen neuen Text gemacht, denn das Wetter spielt immer noch verrückt. Jetzt. Oh, guck mal, Frau Zobel, jetzt scheint gerade die Sonne. Ja, aber da hinten ist schon wieder eine schwarze Wolke. Stimmt, Millie, hast du vollkommen recht. Da hinten ist schon wieder eine dicke schwarze Wolke. Das Wetter spielt verrückt. Meinst du, Frau Zobel? Meinst du, dass vielleicht die Frühlingsfee eingeschlafen ist? Du meinst ein bisschen so wie die Regentrude? Kennt ihr die Geschichte, Kinder? Von der Regentrude? Die Regentrude bringt den Regen. Und der Gegenspieler von der Regentrude ist der Feuermann. Der macht es heiß und trocken. Und wenn die Regentrude sich langweilt, dann schläft sie manchmal ein, stimmt's? So passiert das in der Geschichte. Und dann geht die Maren, ein Mädchen aus dem Dorf, die Regentrude wecken. Genau, und dann kann der Feuermann nicht gewinnen. Aber ob jetzt unsere Frühlingsfee eingeschlafen ist, aber irgendwas ist komisch. Kommt, lasst uns zusammen ins Musikland fahren und dann schauen, ob vielleicht die Frühlingsfee Hilfe von uns braucht, oder? Au, ja, das machen wir. Schau mal, jetzt ist es richtig schöner Himmel. Frau Zobel, können wir vielleicht mit dem Fahrrad fahren? Du meinst mit dem Fahrrad? Naja, können wir schon. Aber wenn es wieder anfängt zu regnen, werden wir nass. Okay, das macht nichts. So ein bisschen Regen schadet doch nicht. Na gut, dann also mit dem Fahrrad. Ja, los geht's. So, das Fahrrad steht schon da. Den Helm auf den Kopf festmachen und aufsteigen. Los geht's. Mit Rad, wir fahren heute mit Rad. Kling, kling, den Berg hinauf, den Berg hinab. Das bringt uns alle gleich auf Trab. Mit Rad, wir fahren heute mit Rad. Oh nein, es regnet. Oh je, oh je, oh je, jetzt schneit es ja auch noch. Und nein, es hagelt. Frau Zobel, guck mal da vorne. Da. Siehst du den großen Baum? Da lass uns mal unterstellen, ja? Oh, unter dem Baum, da geht's uns schon besser. Stimmt's? Oh ja, viel besser. Oh, so ein Wetter. April, April, der weiß nicht, was er will. Mal Regen und mal Sonnenschein, dann schneit's auch wieder zwischendrin. April, April, der weiß nicht, was der will. Genau, der weiß nicht, was der will. Ist das kalt? Was für ein kalter Wind. Hey, schau mal, Frau Zobel, siehst du das da hinten? Wo denn, Millie? Na da, zwischen den Bäumen. Da tanzen die Eiskobolde. Stimmt, da hinten, da tanzen die Eiskobolde. Und Achtung, was höre ich denn da? Was ist denn das für Musik? Hört ihr das? Und die singen. Eiskalt, 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 eiskalt. Eiskalt, 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 eiskalt. Und sie tanzen dazu. Ey, und wo tanzen die? Siehst du das, Millie? Da hinten. Da, die umzingeln ja das ganze Haus von der Frühlingsfee. Schau, Frau Zobel, die lassen sie einfach nicht aus dem Haus raus. Die arme Frühlingsfee. Kein Wunder, dass es so kalt ist. Hey, ihr Eiskobolde, lass das! Was soll das denn? Genau, lass das! Lass doch die Frühlingsfee in Ruhe! Es soll jetzt warm werden und Frühling! Genau, Millie.
Wie bitte? Was? Kinder, habt ihr das gehört? Die Eiskobolde wollen weiter im Schnee spielen und deswegen lassen sie die Frühlingsfee nicht raus? Ja, aber das geht doch nicht. Ihr könnt doch jetzt nicht im Frühling im Schnee spielen wollen. Stimmt's, Midi? Jetzt wollen doch die Blumen und die Vögel und die kleinen Bienchen und die Hummeln herumfliegen und die Käfer, die wollen doch alle Frühling haben und nicht mehr Schnee und Eis. Wisst ihr was, Kinder? Die Frühlingsfee braucht unsere Hilfe, ja? Macht ihr mit? Machst doch du mit, Milli? Ja. Okay, dann lasst uns zusammen singen. Ein richtig fetziges Frühlingslied, ja? Au, oh, ja. Kinder, wisst ihr noch, von dem Frühlingsfee-Singen, Klingen haben wir gesungen, aber jetzt können wir ja singen, Frühlingsfee-Singen, Frühling uns bringen. Und weil wir jetzt Frühlingsfee-Singen singen, machen wir auch Flügel, wie die kleinen Flügel von der Frühlingsfee dazu. Los geht's. Frühlingsfee-Singen, Frühling uns bring, kling in den Tag hinein, bring uns den Sonnenschein, Frühlingsfee sing, Frühling uns bring, Frühlingsfee sing, Frühling uns bring. Weg unsere Blümelein mit deinem Klang so fein. Frühlingsfee sing, Frühling uns bring. Frühlingsfee sing, Frühling uns bring. Bring auch die Vöglein mit, singen den Frühlingshit. Frühlingsfee sing, Frühling uns bring. Oh, es hat geklappt! Schaut mal da hinten, da kommen die ganzen Blumen und die Blumenelfen und die kommen helfen. Oh, schaut mal, und da das ganze Hummelorchester und die Bienchen und die Vögel, die kommen auch. Oh, wunderbar. Oh, so viel Unterstützung und alle kommen, um der Frühlingsfee zu helfen. Und horcht mal, die machen Musik. Stimmt, und die singen. La 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 la. Die Frühlingsfee ist da, das ist ja wunderbar. Wir singen laut zusammen. Die Vögel singen wieder, die Bienen summen wieder. Ja, wieder die ganze Welt erwacht. Die Vögel singen wieder, die Bienen summen wieder. Ja, wieder die ganze Welt erwacht. Ho, ho, die Vögel zwitschern, oh wie schön. Och, so wundervoll, euch die Lerche. Und was ist das? Ein Mäuslein? Und die Amsel antwortet, ach, schön. Oh, Familie Stars auch dabei. Und jetzt tanzen die Vögel im Himmel. Ach, wie wunderbar. Horch. Oh. Die Vögel singen Lieder, ja Lieder, die ganze Welt erwacht. Oh, der Fluss gluckert auch noch dazu und der Wald rauscht. Oh, so schön. Oh, guck mal, die Eiskobolde, die tanzen sogar dazu. Ich glaube, denen gefällt die Musik. Eigentlich sind die ja ganz nett. Oh, vielleicht hilft es ja. Oh nein,
Ach, die soll doch keinen Hagel mehr schicken. Mensch, das ist doch hässlich. Schon wieder so Hagel und Schnee. Nein. Aber schaut mal dort hinten. Oh, oh je. Ich glaube, jetzt ist die Frühlingsfee böse. Jetzt kommt sie raus mit ihrem Zauberstab und schimpft. Lässt sich das nicht mehr gefallen. Und die ganzen Vögel helfen und die ganzen Blümchen. Oh je, ich glaube, jetzt müssen die Eiskobalde wirklich zurückgehen. Eiskobolden bespricht. Ich glaube, die Eiskobolde müssen jetzt zurück in den hohen Norden. Da ist es schön kalt und da gefällt es denen. Da schneit es nämlich das ganze Jahr. Oh ja, schau, die fliegen weg. Na, Frühlingsfee, was hast du den Eiskobolden gesagt? Aha. Ah, Frau Tobel, du hattest recht. Die sollen hoch in den hohen Norden, weil es da immer noch kalt ist. Was, Frühlingsfee? Ja, ich glaube auch, dass sie da glücklich sind und da weiter mit dem Eis spielen können. Und wir dürfen Frühling haben hier. Ah, ja. Oh, ja, genau darüber freue ich mich. Ah, merkt ihr das, Kinder? Es wird warm. Die Sonne scheint. Ach, wie schön. Und den Hummeln und den Bienchen geht's jetzt bestimmt wieder besser. Stimmt's, Frau Hummel? Ja? Ja, den Hummeln und den Bienchen geht's viel besser jetzt. Ah, da sind wir gerade noch mal rechtzeitig gekommen. Ja, liebe Frühlingsfee, na klar, wir haben uns schon gedacht, dass irgendwas nicht in Ordnung sein kann. So ein Durcheinander mit dem Wetter. Es war schon ein bisschen viel Aprilwetter, stimmt's, Millie? Auch das haben wir doch gerne gemacht. Stimmt's, Kinder? Wir haben der Frühlingsfee gern geholfen. Frau Zobel, weißt du, worauf ich jetzt Lust habe? Auf ein Frühlingssonneneis. So ein leckeres. Ja? Meinst du, wir können uns so eins holen? Du meinst im Musikdorf? Na, bestimmt. Das haben wir uns jetzt verdient, oder? Dann sage ich euch jetzt mal ganz schnell Tschüss. Und dann darf ich ein Eis lecken gehen. Tschüss, bis bald. Na und ihr könnt ja vielleicht auch ein Eis lecken gehen, falls es bei euch zu Hause schon schön warm geworden ist. Bis bald. Tschüss.